Menschenmassen warteten am Potsdamer Platz in Berlin auf die Stars des neuen James-Bond-Streifens Spectre. Als erster kam Christoph Waltz am roten Teppich an und widmete sich lange seinen Fans beim Autogrammeschreiben. Daniel Craig tat es ihm gleich, musste aber wohl öfter den Stift in den Mund stecken und stattdessen für Selfies posieren. Dazu griff Craig dann selbst zum Fotohandy oder zur Kamera der Fans und knipste fleißig gemeinsame Bilder mit seinen Bewunderern. Beim Bad in der Menge zeigte sich der Hauptdarsteller des Abends jedenfalls volksnah. Ebenso Miss Moneypenny Naomi Harris. Doch im Kino selbst blieben die Stars nur wenige Minuten. Durch die Hintertür ging's raus, ein letztes nettes Winken und Jubel der Fans. Dann rauschten die Limousinen mit den Stars ab.